Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mario Party 2. Es geht weiter mit dem vielleicht letzten Brett, nein, mit dem vorletzten Brett, so viel sage ich schon mal. Und zwar ins Horrorland. Werdet Zauberer und wagt euch in den gruseligen Geisterwald. Da, so sieht die Sache aus. Oh ja, ein richtig, richtig geiles Brett. Die Hexe Toad ist auch schon bereit, mit uns in diesem gruseligen Geisterwald zu gehen. Juhu! Wir sind ja auch schon in den 5 anderen Bretts, oder ne, 4 anderen Bretts, ein Spieler. Wir bleiben beim Dino Yoshi! Nehmen den Ghostbuster Luigi mit. Wir brauchen starke Affen, braucht der Wald. Und ja. Der Kleppner vom Dienst, die schöne Prinzessin, die gerne scheuert, oder den geldgierigen Wario. Obwohl Donkey Kong war auch letztes Mal schon drin. Peach war auch schon mal letztes Mal drin. Also nehmen wir doch den Klempner vom Dienst. Obwohl, der war in Mystery Land auch dabei. Ach egal, nehmen wir Wario, passt doch. Ist doch egal. Ich hab's, glaube ich, hab's ein paar, der will ich mitnehmen, ist aber auch egal. Die bleiben natürlich weiterhin auf Hard. Wir bleiben bei den ursprünglich 50 gedachten Runden unser Bounty von The Bounty Bonanator Bounty Speed von Apathie. Der war schlecht, aber egal. Und wir dürfen uns in das schöne Kostümchen reinwagen. Ist doch very, very nice. Oh mein Gott, was haben wir denn mehr denn da? Oh Gott, was habe ich denn da für einen Anglerhut auf, ey? Oh Gottes Willen. Wir gehen in den Wald. Wir wollen nicht angeln gehen. Oh, der Cooper. Was ist jetzt passiert? Ja, dieses Brett hat viele Gemeinheiten, die ich euch jetzt mal gleich erklären werde. Aber vorher hier übergebe ich das Wort an Mr. Toad! Willkommen in der Welt des Horrors. Willkommen zum Horrorland-Projekt. Nein, das Projekt heißt Mario Party 2 immer noch. Hexenhäuser säumen die Pfade durch diesen gespenstischen Wald. Und nach einem Bruch der Dunkelheit erscheinen Geister. Lasst euch nicht beirren und bahnt euch einen Weg aus diesem dunklen Wald. Eure wichtigste Aufgabe ist es dabei, Bowser, den Zauberer zu besiegen, der hier sein Unwesen trappt. Besiegt ihn und werdet diese beiden im Horrorland. Doch bevor wir beginnen, müssen wir noch die Ewigkeit-Reihenfolge mit den Udi-Fledermäuse. Verpisst euch einfach mal. Ist das nicht gruselig von hier? Ich mag die geile Mucke. Ich bin... Och Gott, jetzt konnte man doch noch Zweiter werden, ey. Luigi, der Boss hier in the House of Position 1. Der Klempner, der Bruder auf Nummer 2. Der Wedge auf der 3. Und der geldgierige Wario auf der 4. Ja, ja, 10 Münzen, wie ein Skirt-Kapital. Es geht los. Und der Stern ist standardmäßig, ich habe es noch nirgendwo anders hier gesehen, immer dort zu finden. Ein kleiner Fahrzeug, das soll ich darstellen. Und ja, Baby Bowser ist auch nicht weit weg von der Pizza Party hier. Muss auch weiterhin sein Unwesen treiben und meint natürlich uns hier noch gefällig zu werden. Und bevor ich hier dieses Brett erkläre, machen wir erstmal Grundeinstellungen. Okay, Minispiel überklären, das ist, passt so nach jeder Runde speichern. Danke, Luigi, du darfst gerne laufen. Ja, die Bank, die traditionelle Bank hier ist auch wieder zum Zahlen verpflichtet. Auch wieder mal sehr nah am Anfang. Aber das sind wir ja gewohnt. Item Shop auch hier sehr, sehr gut vorhanden. Und natürlich 3 Münzen, das hat sich auch hier nicht verändert. Auch wenn wir ein Brett haben mit Schwierigkeitsgrad Stufe 3. So, ich werde euch jetzt erstmal gleich wieder das Brett zeigen. Das ist ja standardgemäß, glaube ich, jetzt, glaube ich, bei mir auch mittlerweile geworden. Das Brett, das ist Standard. Und so sieht das Brett aus. Für die, die es nicht kennen, ja. Ihr seht schon einige Sachen hier. Da oben ein Schloss, rechts irgendeine Geisterstatue. Ja, 2 Koopa-Bänke seht ihr auch, die ja rechts platziert sind. Dann haben wir 2 Geister. Aber, ja, dieses Brett hat viele Gemeinheiten. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal mit Hilfe dieser Karte hier. Hat man das Auge auch gesehen? Habe ich das vergessen? Ne, das Auge hat man nicht gesehen. Okay, dann passt das ja. Also, wir haben eine schöne Koopa-Bank. Hier haben wir so einen, ja, so eine Schaltfläche. Da ist ein Auge drin. Das kennt ihr wahrscheinlich. Dann haben wir hier so einen kleinen Pfad mit Skelettschüssen und ein Buhu da unten. Wump ist auch mit von der Partie. Da ist Toad. Hier sind so weiße Platten. Was haben es wohl die auch mit auf sich? Dann haben wir hier drüben auch noch was. Auch noch mal ein Wump. Hier oben ein richtig, gruselig geschossen mit einem schönen Garten im Hintergrund. Ja, wer sich leisten kann, wer nichts Besseres hat hier. Schöne Umgebung. Und hier haben wir eine große Buhu-Statue. Was hat es denn mit der auf sich? Das werdet ihr wahrscheinlich auch noch irgendwann erfahren.
laufen wir erstmal vorwärts hier. Wir müssen uns nämlich relativ beeilen. Ich bin mal hier grundgegangen. Mein Grundgedanke war mal, eine andere Strategie zu verfolgen. Und ihr habt da oben auch noch die, habt ihr so einen Tag-Nacht-Wechsel, ist jetzt das erstmal eingebaut worden. Also nach jeder, nach zwei Runden ändert sich das Schema von Tag zu Nacht. Es gibt hier quasi morgens, mittags, abends und Mitternacht. Ja, so kann man, ja, so kann man es am besten beschreiben. Und wir spielen mal erstmal Chop-It-Out! Woo! Das erste Mal, glaube ich. Ja, wir müssen jetzt auch einfach nur auf den Würfel springen und den Tod aufdecken. Und das ist relativ einfach, würdet ihr jetzt denken. Ja. Oh ja, go! Aber das wird um einiges noch schwerer werden. Davon kann ich euch jetzt... Oh Gott. Fail! Ja, man kann es eigentlich bis zu 4 noch kontrollieren. Und dann wird es problematisch beim Netz. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Beim 4 kann man auch noch kontrollieren. Sag ich doch. Und beim 5, da ist es schon, ja, richtiges Lackerglück. Mein Gott. So, wahrscheinlich werde ich das jetzt hier nicht gewinnen. Ja, Mario gewinnt es natürlich. Also der 5. ist reines Glück, ey. Das ist, entweder kriegt man ihn sofort oder nicht. Das kann man auch noch nicht mehr sehen. Dafür ist das Auge einfach nicht in der Lage dazu. So, alle haben auch schon gezeigt bei Bank. Deswegen kann sich auch momentan noch keiner den Scan leisten. Und jetzt sieht ihr da oben auch mit einer Wolke das Symbol. Ja, und was das bedeutet, ist natürlich klar, Bowser Time! Nein, das heißt es natürlich nicht. Ja, jetzt setzt so langsam die Dämmerung ein. Soll es einfach nur heißen. Und das Schicksal der Verdammten macht eine Revolution, bitte. Jawoll! Danke! Hm? Also ich bin froh, dass das jetzt schon mal weg ist. Villa Bowser Revolutioner! Ole! Was kommt denn da raus? 19? Boah! Boah, Luigi, das war richtig geil. Das war richtig gut. Was hatten wir denn da? 18? Was hatten wir da insgesamt? Nicht viel. 24 und 18 sind 42 durch 4. Ja, gibt genau 10. Zwei Münzen steckt quasi Bowser für sich ein als Pfand. Na gut, als Pfand, nicht als Bezahlung dafür, dass er diesen Dienst absolvieren musste. Und mehr bekommt sich von seinem gebrauchten Geld erstmal allein den Pilz. Ich hätte auch gesagt können, von seinem gefälschten Geld, aber das wäre ja rassistisch und so sind wir ja nicht. So, ich kriege eine 1. Ich gehe natürlich auch nach links. Und übernehme die Führung. Vielleicht mit Wario, vielleicht auch nicht. Eine 6. Gut, die ersten Runden sind hier noch relativ einfach. Die geben sich auch nicht viel. Okay, möchte zahlen. 5 Münzen, bitte. Ist klar, geh durch. Bitteschön. Okay. Und er geht auch wieder zurück. Und ja, diese Wumms haben auch eine kleine Schwäche für Nacht, ey. Die sind nämlich nicht gerade nachtaktiv. Das werdet ihr in der nächsten Runde dann sehen. Aber vorher spielen wir erstmal den Vorzebaugen. Start! Bitte, Tod, komm auf die andere Seite. Danke dir, du bist geil. Und ja, super, haben wir noch mehr Platz hier. Oh. Nein, Tod, du bleibst mal weiter weg von mir. Mario, das ist dein Bruder. Nein, nein! Schaffst du eh nicht mehr. Boah! Das war Millimeterentscheidung. Habt ihr das gesehen? Millimeter! Aber das ist mir egal. Der Sieg ist das wert. Weil Sieg hätte gewonnen mir ja eh, weil Mario noch da war. Aber 10 Münzen, das möchte ich haben. So, Mario 2. und Mario 3. Und Luigi hat eh keinen Platz verloren. Doch ein. So, jetzt seht ihr das. Oh, was ist denn das? Ein dicker Fetzblock, der uns den Weg versperrt. So sieht die Sache nämlich aus. Und ich warne dich. It's a Bowser Time. Genau, damit warne ich dich. Nein. Also, die haben schon wieder so ein Vorliegen mit Bowser. Aber Mario, du doch gerade nicht. Der schaut doch mit deiner Prinzessin. Komm, mach nicht mit Spontolin, dann bring ich dich um, ey. Ja, damit werden wir alle ärmer. Irgendwie, ja. Möchte die KI kein Geld sammeln? Das finde ich allerdings ein bisschen schade. 3, 0, 8 und 13. Das sind super Vorsichten hier zu bestehlen. So, wir haben Nacht. Und das bleibt auch erstmal so. So, und jetzt, wenn ich kann nämlich jetzt hier nicht durch. Das ist die Krux. Wo kann sich bei Nacht nicht bewegen? Also muss ich dummerweise doch nach oben gehen. Und ja.
Was das für ihn bedeutet, ist schlecht. Was bewacht das Fragezeichen? Eigentlich simpel wie genial. Die Nacht wird zum Tag. Ob ich das jetzt positiv vermerken soll, weiß ich nicht. Eins ist sicher, wir spielen alle gegen mich in Zapduster. Ich hab den Hammer, die drei haben die Glühbirnen und die drei werden das eiskalt verlieren. Weil wir, das kann man nicht gegen Computer verlieren. Oh. Aber man kann daneben schlagen. Tschüss. Jetzt schiebt er mich doch weg, ey. Hat der war mal so viel Schwung. Ole. So, 10 Münzen weggesnackt, ja. Ich bin der Einzige, momentan sich überhaupt was leisten kann. Die sind hier arm, wie eine Kirchenmaus. Kampf wäre jetzt nicht sehr gut für mich, nicht von Vorteil. Und ja, eine 1 wäre mir von Vorteil. Ach ne, er setzt die Pizza noch besser. Gefällt mir noch mehr. Das gefällt mir richtig gut. Also hier gibt es viele, viele, viele Geheimnisse. Ach ja, Wurm habt ihr schon gesehen, wie im ersten Teil. Er möchte gerne ja eine kleine Gebühr dafür haben. Und diesen Ort trifft man nachts bestimmt Geister. Und ist da wieder Bowser-Time. Ey, was ist denn hier los? Die irgendwas mit Bowser-Mut, ey. KI, ey, das wird mir hier zu viel Bowser-Time-Action. Schon wieder Revolution, wie ich mein Glück kenne. Nein, er darf mal blechen dafür, dass er auf das Feld kommt. Und diesmal Line Excellent, ja. Ich liebe dieses Wort. Excellent. So, da hört sich das ein Spaß, ja. Für dich ja, für mich nicht, weil ich nicht viel davon hatte. So, ja. Eine 1 oder eine 2, ne, eine 3 wäre mir sowas, was Kleines. Oh Gott, nein. Nein, ich mach das gleiche wie der Mario. Ja, komm, ey, wir haben es bald hinter uns gebracht. Wieso muss ich schon 20 blechen? Das ist eine Kackenfrechheit! Ich verlange mal an, ich will mein Anwalt sprechen! Bowser, ey, Alter, wir sind alle am. Ey, der führt mit 8 Münzen. Wir sind schlechter als am Anfang, bevor wir überhaupt uns bewegt haben. Wir machen alle Minus, ey. Die Bank hat uns fest im Griff, fest im Sattel, ey. Willst du meinen Pfad besiegen, müsst du dafür Geld bezahlen. Alles klar, Kollege, geh durch. Du hast es dir verdient. Und was ist jetzt das? Ein Auge. Und du bist nicht genug Münzen, komm später wieder, ja. Wir werden es auf jeden Fall sehen, was da war. Ein Haus. Willkommen, du bist nicht genug Münzen, unseren Nachtgenerator zu benutzen. Nachtgenerator? What geht ab? Wir feiern den ganzen Tag, den ganzen Tag. Mit Kuchen. Und dafür brauchen wir natürlich auch Kuchen. Und die machen wir uns jetzt ganz einfach in der Kuchenfabrik. So, ich habe schon 5, 6. Jawohl, 12. Jawohl, wir haben einen mehr als die. Yes, weggesnackt. Könnte jetzt aber zum Problem werden, sage ich es mal so. Denn ich für jetzt bin jetzt alleiniger Führer. Okay, Luigi hat eh nicht genug Geld. Habe ich gerade gesehen. Aber Mario, warum komme ich jetzt aber mal damit an? Genau, wegen dem hier. Nachts sind an den Schäden nehmen. Nicht komischerweise Geister. Ja! Buhu ist nämlich hier öfters vertreten. Was hier so ein bisschen den Hauch vom Diebstahl fördert. Und zwar sehr groß fördert. Ja, ist natürlich klar von mir. Also hier können wir uns noch. Wir können uns momentan gar nicht auf Münzen. Wir können uns nur auf den Minispielstand einigen hier. Momentan. Und das ist dann noch schon ein bisschen traurig. 10, das ist gut. Ich darf durchatmen. So, wenn wir jetzt 3 zweitplatziert, wir haben einen, der ist erster mit 15. Ja. Was sagt uns das irgendwo? Ja. Nix. Nix Gutes. Und ich hoffe, ich kann euch dir das Maximum zeigen. Nein! Ach ne, die nächste. Nein, ist aber trotzdem schlecht, ich habe nicht genug Münzen. Um jetzt noch irgendwas zu klauen, ey. Was ist denn das hier, ey? Das läuft ja mal überhaupt nicht nach Plan hier. Okay, alle gegen mich, beziehungsweise umgekehrt. In! Oh, Disco-König, gewinnen die doch, ey. Oh Mann, da kannst du machen, was du willst, ey. Das verkackt die KI nicht.
Echt? Egal, was man macht, ey. Okay, Mario schon mal raus. Ja, sag ich doch, die kacken da nicht ab, ey. Das ist... Dreck. Boah, verkackt doch. Oh nein. Ja, super, Luigi bleibt da, ey. Ah, Disco-König ist gemein. Das verkackt die KI nämlich nie. Damit bin ich jetzt... Ich bin schon letzter, super, ey. Da bleibe ich auch letzter. Weil mich A, erstmal jemand gebitzt hat, ey. Ich brauche Money. Jetzt ein schönes Kampfspiel. Komm, Mario, nein. Ah, nee, was soll das? Muss überhaupt. Komm, Kampf. Lass ein Kampfschmied sein. Nein! Super, ich kann nichts klauen, ey. Kommst du mal wieder zu Buhu-Diensten? Was ist, ey? Du kannst nichts klauen. Ja, leider muss ich. Ich stör dich immer. Das ist mein Anliegen, dich zu stören. Nicht mein Item bekomme ich, nicht mein eigenes Block bekomme ich, gar nichts. Bin so arm wie in der Kirchenmaus und der sprengt erstmal die Bank mit 20 Münzen, ey. Ja, das kann es doch echt nicht sein hier. Komm, ich brauche ein gutes Minigame hier. Och, Mann, ich schon wieder im Team. Ja, das Spiel hätte ich mir gerade gewünscht. Das Pinguin-Rennen. Jetzt muss ich das echt jetzt mit den beiden nochmal. Ich bin eh der letzte Staffelläufer. Super. Der letzte Pinguin hat das Wort. So, Luigi kommt als erstes über die Kreuzung. Sehr schön. Gib den Fisch weiter. Ja, von den. Ja, super, Luigi. Super, nochmal im Weg gestanden. Ja, immerhin geben. Alter, die geben mal Gas. Ja, was ist denn mit denen los? Hey, damit. Yoshi, renn mit dem Fisch los. Jawohl, schön, schön gegleitet, ja. Im. Einer Stil, einer Laufstil. Haben wir das weggesnackt? So 10 Münzen, die ich auf jeden Fall brauche. Die KI leider auch. Das ist schlecht für mich. Aber egal, keine Geister vorhanden. Gut, so wäre ich schon mal nicht Opfer des Raubs. Ja, ist klar. Zum Glück nur Münzen. Aber schau ich mal, was sie schon gesammelt haben. Aber nicht verzagen. Yoshi fragen. Ja, der kommt auch auf die Bank, ey. Zum Glück ist sie jetzt schon sabotiert worden von Wario. Ja. Ich bin Überfall begangen. Super, jetzt hätte ich gerne einen Schlüssel. Ich möchte einen Schlüssel. Warum hätte ich diesen Schlüssel, damit ich da oben lang gehe und mich euch zeigen kann? Aber leider habe ich keinen Schlüssel. Also der Schlüssel kann ja richtig praktisch sein. Der ist nämlich anders als woanders. So was spielen wir denn bitte alles aus Toads Big Bad? Nein. Ich muss mit diesem untalentierten Sänger Wario zusammenarbeiten. Ja? Und Toad hat sich da extra fein gemacht. Das geht nicht gut, ja? Dünn und dick, ja? Dick und doof. Ja gut, ob er doof ist, jetzt gehe ich auf anderes Papier. Aber so ähnlich. Das kann es doch echt nicht sein. Ich bin verflucht, ey, und versklavt zugleich. Ich hasse das manchmal hier. Geht die Brüder mit euch keine Chance. Okay, da hat kein Team hat bis jetzt einen Fehler gemacht, ey. Super. Wario! Ja, wir haben keine Fehler. Wehe, wir kriegen kein Geld für diesen geilen Auftritt von dir. Doch, du bist fällig. Und wir werden zur Kasse gebeten. Nein, wenn wir nicht. Sieg. Ja, also ich tue jetzt mal was für den Minispielscan, für den Münchscan, ganz einfach. Wenn wir mal ein bisschen mehr 4-Player-Minigames spielen, dann ist das umso besser. So eine 5, das ist Itemfeld. Das heißt, wir werden auch zum ersten Mal jetzt das Item-Minigame kennenlernen. Und das ist Wahrsager. Ja, wir haben 6 Sage hier. Es wird immer gruseliger hier, ja. Aber für Luigi's Verhältnis passt das ja noch. Der Ghostbuster hier, in dem ja, man sieht. Man muss einfach nur das Item wählen, was man so. Das ist gar nicht so einfach. Ist so ein bisschen ähnlich wie Fässer los. Okay, den Skelettschlüssel. Also, den können wir auch mit 5 Scannen zurücklegen, ja. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, man kann hier bis zu 4 Sterne aufholen. Das ist recht nicht. Und das ist sogar möglich, dass man hier bis zu 4 Sterne aufholen kann.
Wie werde ich vielleicht euch, wenn es funktioniert, zeigen? Ich hoffe, dass es funktioniert. Weil es ist nicht ganz so ein... Oh ja, ich krieg Item. Da ich letzter bin, wahrscheinlich was Gutes. Das Duell-Minigame ist auch was Feines hier. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das ganz einfach funktioniert. Was haben wir denn zur Auswahl? Ich könnte die Raubtruhe nehmen. Aber ich bevorzuge erst den Goldpilz. Okay, oben rechts. Also das ist jetzt nicht gerade schwer. Und dann einfach mit Angreifen, Schampfattacke drauf oder irgendwas anderes. Gut-Item! In der Itemline oben wäre es um einiges einfacher. Ja. Den Trick fortzuführen, weil der Trick klappt nur nachts, komischerweise, ne? Das ist mein erster Anhaltspunkt und ja, man muss einfach den richtigen Zeitpunkt haben und man braucht auch Glück hier mit dem weltbekannten legendären Würfel. Okay, es ist kein Trick, ey. Viele kennen ihn wahrscheinlich, was ich meine, aber ein Trick. Luigi, was gehst du mit dem Weg? Okay, ja, wir haben geile Grafikfehler, sehe ich gerade. Keine Ahnung, wo der kommt. Das gewinnt denn doch, weil ich eingekesselt wurde. Wundern würde es mich jetzt echt nicht. Na gut, Flitzebogen zweimal ein Part ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Okay. Jetzt komm, Wario, das kannst du nicht mehr verkacken. Ey, das muss ich dann auch mal schaffen. Alles abräumen. Das kann es ja echt nicht sein hier. Ja, genau, verdient ihr beiden, ihr Nix-Könner. Ey. Luigi, du bist mich eingekesselt, ja? Oh Gott, ey. Nein, vielleicht führt euch der euch den Trick vor. Die Chance dafür ist nämlich gegeben. Oh, ich hätte den Part beenden sollen. Machen wir das und machen wir das gleich. Ja, wird schon den Überlänge-Part ein bisschen, aber egal. Oh, auf jeden Fall wäre jetzt Nacht gleich wieder gut. Tag wieder gut, dann. Ich möchte den Trick gerne vorführen und das Geheimnis lüften. Nicht du, Luigi. Oh, it's a Bowser time. Woo. Mal wieder. Hast du übrigens... Alter, scheiße, ey. Ja, natürlich 10 Münzen muss ich blechen. Ich bin hier momentan echt in diesem Part nur am Blechen gewesen. Blechen, blechen, blechen und nochmal blechen. Ey, das ist eine Pechsträhne hier. Ich muss mir nur am Blechen, ey. Das ist die Kuhpapa. Bitte zahlen Sie Geld ein. Vielen Dank, werter Kunde. Bitte beeilen Sie uns bald wieder. Wir freuen uns, Ihnen Geld abzuknöpfen. So, er möchte einen Pilz kaufen, okay. Ja, Raubtruhe habe ich mir auch vorhin nur überlegt. Das ging am letzten Part relativ gut auf, dann mit Geisterglocke. Oh, ich muss noch mit dem Lecker arbeiten, ey. Oh Gott, Torpedo schon. Also, die Minispiele sind auch nicht auf meiner Seite. Ich beende diesen Part dann da erstmal, ey. Aber ich darf wenigstens schießen. Ich meine, den Vorteil ist mir gewährt. Komm, beweg dich. Treffer! Der war doch geil gelenkt. Und gleich ins Fei. Ach nee, nach unten. Muss erst in die entgegengesetzte Richtung warten. So, runter mit die. Was? Wie haben die das hinbekommen? Wo ist das nächste Ziel? Hallo. Auf falsche Richtung. Nein! Hä? Ey, das ist doch hier verarsche. Alter, kannst du mal ein bisschen besser dich positionieren? Danke. So, schnell zum letzten Ziel. Jetzt sehe ich es nicht. Super. Ah! Nee. Unentschieden. Super. Da war ich auch mal besser drin, ey. Da war ich auch mal besser drin. Keine Münzen für mich und für Mr. Luigi. So. Damit bin ich aber so ein bisschen mit dem Events wieder als letztes bei Mario Party 2.